Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Epic Games hat dann wieder neue Turniere angekündigt, und zwar die Solo und Duo Cash Cups jetzt für die Season-Verlängerung. Ursprünglich sollte ja tatsächlich die neue Season auch schon am Donnerstag starten. Das Ganze wurde dann ja aber nochmal bis zum 4. Juni verlängert, und deshalb mussten die eben noch ein paar neue Turniere machen jetzt für die ganze Season-Verlängerungszeit. Es gibt ja jetzt auch noch die Solo-FNCS, die auch über die Season-Verlängerung stattfindet. Dazu hatte ich auch schon ein Video gemacht, wenn euch das interessiert. Checkt mal die Infokarte ab, da werde ich das Ganze verlinken. Und die neuen Cash Cups jetzt sind tatsächlich mal etwas spezieller und nicht so wie die ganzen Cash Cups vorher. Deshalb wird es wahrscheinlich auch relativ interessant sein. Ansonsten wären es natürlich einfach nur normale Cash Cups gewesen, hätte ich dazu auch kein Video gemacht. Dann wäre es nämlich nicht so relevant gewesen. Wenn es euch Videos ja natürlich auf dem Kanal gefallen und in Zukunft auch keine weiteren Competitive News mehr verpassen wollt, lasst natürlich gerne ein Abo da, dann unterstützt ihr mich auch auf dem Weg zu 1000 Abonnenten. Dort fehlt ja auch nicht mal so extrem viel, nur noch 160 Abonnenten. Vielleicht schaffen wir das ja sogar noch diesen Monat, würde mich auf jeden Fall extrem freuen, beziehungsweise nicht diesen Monat, sondern im Mai würde mich extrem freuen. Und lasst natürlich auch gerne eine Bewertung hier auf dem Video da, schreibt einen Kommentar und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen Daily Duo Cup zocken und generell ein bisschen Arena zocken. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort auch vorbeischauen könntet. Und ich würde sagen, schauen wir uns direkt die Turniere an. Und zwar bestehen die ganzen jetzt aus 2 Runden und sind nicht mehr am Mittwoch und Donnerstag wie vorher, sondern am Donnerstag und Freitag. Damit ist auch relativ sicher, dass wir keine Hype Nights mehr bekommen werden, weil normalerweise ja immer der Hype Night Tag Freitag und Samstag war, und ich denke mal nicht, dass sie jetzt einen Solo-Plattform-Cup und eine Hype Night an dem gleichen Tag machen werden. Wäre ehrlich gesagt relativ unrealistisch. Außerdem steht jetzt hier auch die FNCS Invitational direkt drin. Das heißt, ihr könnt euch das jetzt auch selbst im Game anschauen. Das Ganze findet 19 bis 22 Uhr statt. Hatte ich ja im Video noch nicht sagen können, weil dort nur die Tage angekündigt wurden, jedoch nicht die ganz genauen Zeiten. Jetzt steht es ja allerdings fest, 19 bis 22 Uhr findet das Ganze dann statt ab diesem Wochenende. Und ich würde sagen, wir beginnen mal hier mit dem Anwärter Cup, und zwar dem Duo Anwärter Cup. Das heißt, wie der Name schon sagt, ihr müsst in der Arena im Anwärter, in der Anwärterliga sein, sollte man eigentlich mittlerweile tatsächlich locker sein können. Die meisten sind ja, glaube ich, sogar schon Champion mittlerweile. Deshalb, ja, müsste man das eigentlich schaffen können, in der Anwärterliga zu sein. Das heißt, das ist aber auch kein Plattform-Cup. Hier werdet ihr dann mit PS4-Spielern und allen anderen möglichen Spielern zusammenspielen. Und das Ganze findet tatsächlich nur 2 Stunden von 19 bis 21 Uhr statt, am Donnerstag, wie gesagt. Und dort habt ihr dann auch nur insgesamt 6 Runden, nicht wie normalerweise 3 Stunden mit 10 Runden. Und das Bewertungssystem ist auch ein bisschen anders. Und zwar habt ihr hier das Bewertungssystem vom Duo Test Event, das ja letzte Woche stattgefunden hat. Und dort haben wir das Ganze hier so ein bisschen ausprobiert, wie dieses Bewertungssystem funktioniert. Und man kann hier insgesamt 41 Placing-Punkte bekommen. Ab Top 40 gibt es schon den ersten Placing-Punkt. Das heißt rein theoretisch ab 80 lebenden Gegnern. Und jede Eliminierung bringt dann auch nochmal 4 Punkte. Das heißt, insgesamt kann man tatsächlich sehr, sehr viele Punkte sammeln. Und wenn man dann unter den besten 200 Duos hier in der Runde 1 ist, rückt man in Runde 2 vor. Das Ganze findet dann eine Stunde später immer noch an genau dem gleichen Tag statt, dann von 22 Uhr bis zum nächsten Tag um 1 Uhr. Und hier kann man dann auch Preisgelder gewinnen, natürlich wieder genau das gleiche Bewertungssystem, wieder 41 Punkte, mit jedem Kill 4 Punkte, also wirklich genau das gleiche. Und hier hat man wieder natürlich 3 Stunden mit 10 Runden, und die Preise sehen tatsächlich auch relativ interessant aus. Erster Platz gibt $3000, das heißt, ich glaube, genauso wie vorher in den Anwärter Cups. Und Top 50 bringt tatsächlich immer noch $800. Ich glaube, vorher waren das nur $400 auf Top 50. Weiß ich aber auch nicht mehr ganz genau. Ich würde sagen, wir kommen dann mal zum Solo Cup. Und das ist natürlich auch in 2 Runden aufgeteilt. Findet natürlich am Freitag statt. Hier allerdings in der ersten Runde 19 bis 22 Uhr. Das heißt wieder insgesamt 3 Stunden mit insgesamt 10 Runden. Und hier hat man dann das Bewertungssystem von der Solo-FNCS, also insgesamt 33 Placement-Punkte und 4 Punkte pro Kill werden hier nicht mehr angezeigt, weil es einfach so viele verschiedene Placement-Punkte gibt.
Ist im Prinzip genau das Äquivalente zum Duo Cup, nur dass man hier im Prinzip ein bisschen eher Punkte pro Kill bekommt als im Duo Cup eben halt. Und hier rücken tatsächlich nur die besten 100 Spieler vor und man muss hier natürlich wieder Anwärterliga sein und es ist tatsächlich ein Plattform Cup, das heißt, wenn ihr auf PS4 seid, spielt ihr auch nur gegen PS4 zusammen, beziehungsweise ich glaube sogar auch gegen Xbox, weil Konsole als eine Plattform zusammengezählt wird. Ich weiß gar nicht, wie es mit Mobile und Switch ist, wo es da zusammen gezählt wird, aber auf jeden Fall spielen PC-Spieler nur gegen PC-Spieler und Konsolenspieler nur gegen Konsolenspieler. Natürlich, wenn ihr einen Controller am PC habt, dann spielt ihr auch gegen PC, ganz normale PC-Spieler. Sollte natürlich logisch sein. Und hier, wenn man dann eben halt unter die besten 100 Spieler kommt, dann kommt man in die zweite Runde weiter. Das Ganze findet dann am gleichen Tag, wie gesagt, wieder von 23 bis 2 Uhr statt. Das ist wieder 3 Stunden, allerdings sehr wahrscheinlich tatsächlich nur 6 Runden, denn man hat ja nur 100 Spieler insgesamt und es wäre unlogisch, wenn dann einfach, wenn in der Runde dann nur 50 Spieler wären. Deshalb müssen die ganzen Runden eigentlich immer gleichzeitig starten, damit dann alle 100 Spieler rein können und dann werden wahrscheinlich immer alle 30 Minuten eine neue Runde starten. Das heißt, erste Runde startet um Punkt 23 Uhr. Wenn man dann nicht dabei ist, dann zählt die Runde einfach als nicht gewertet. Und dann hat man einfach eine Runde weniger, das heißt, da sollte man auf jeden Fall aufpassen, wenn man natürlich da überhaupt reinkommt. Hier natürlich genau wie das gleiche Bewertungssystem. Hier steht allerdings leider nicht ganz genau das mit den, wie viele Runden man hat und so weiter. Steht auch nicht auf der Epic Games Website. Haben die wahrscheinlich einfach vergessen, hier einzutragen irgendwo, dass man sieht, wie viele Runden man hat. Auf jeden Fall bekommt man hier auch ganz gut Preise und Belohnungen. Allerdings hier nur ab Top 10 $400, ist aber auch ordentlich was, also im Prinzip genau gleich viel wie ab Top 50 beim Duo Cup. Nur eben halt, dass man hier auch nur gegen PC-Spieler spielt, also auch ein bisschen weniger Spieler insgesamt dort verfügbar sind, wodurch man natürlich dann Top 10 jetzt nicht direkt das, ja, eine Fünftel Chance ist, dass man da hinkommt, weil es einfach etwas weniger Spieler insgesamt gibt, weshalb das dann ein bisschen leichter wird, allerdings immer trotzdem sehr, sehr schwierig immer noch ist, überhaupt dahin zu kommen. Und der erste Platz bringt dann tatsächlich insgesamt $5000, was eine ganz schöne Menge ist. Im Duo Cup bekommt man ja nur $1500 dann pro Spieler, weil ja $3000 für ein ganzes Duo sind. Und das ist ja einfach fast das Vierfache, was wirklich eine richtige, richtige Menge ist. Und ich glaube, es ist sogar mehr als wieder in den Plattform-Cups vorher. Da bekam man ja, glaube ich, nur $1800 oder so. Aber hier bekommt man dann eben halt nur auf eine sehr, sehr geringe Menge an Spielern Preisgeld, nur auf insgesamt 10 Spieler. Und hier ist dann wirklich jeder Punkt entscheidend. Wenn man einen Punkt mehr hat, kann es sein, dass man eben halt teilweise dann einfach instant den Preisgeldsprung macht, weil eben halt hier nicht irgendwie immer wie sonst von Top 10 bis Top 20 die Preisgelder aufgeteilt werden, sondern wirklich pro Platz gibt es immer ein genau festes Preisgeld. Das waren auf jeden Fall soweit die Informationen dazu. Ich hoffe, euch hat dieses Video natürlich gefallen. Wenn das so sein sollte, lasst natürlich eine Bewertung da. Außerdem schreibt mir gerne Feedback in den Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder oder im nächsten Stream wieder. Bis dahin, ciao. Leute.